unglaublich schön. Ein unglaubliches Vergnügen und so eine Genugtuung. Und ich habe auch so viel Zeit zum Nachdenken und Reflexionen und Sachen, die mir da in den Kopf kommen. Es ist auch für mich selbst unabhängig vom Laufen und vom Ergebnis. Es ist eine wunderbare Zeit hier draußen. It's an incredible place to run through. Es war das irrsinnigste Abenteuer, das ich je hatte, weil ich bin schon in Hitze gelaufen, aber das hier toppt alles ohne Ende. Unglaublich. Unglaublich schön, unglaublich heiß. Sehr, sehr glücklich hier gewesen zu sein und das hier 200 Kilometer lang testen zu dürfen, aber auch genießen zu dürfen für mich. Da bin ich ja Egoist irgendwie. Es war ein ganz großer Traum, der jetzt morgen zu Ende geht und dann gibt es noch die Finishline und dann werde ich mich wahrscheinlich 3 Tage im Kühlschrank setzen und, wie schon mal erwähnt, auch keinen mehr reinlassen. Ich halte einfach von innen die Tür zu und warte ab, bis sich meine Körpertemperatur wieder auf erträgliche 36,8 reduziert hat. Ich freue mich über das Heute und auch über das Morgen und wenn die Finishline da ist, dann bin ich gleichzeitig glücklich und traurig. Ich werde mal beim Hersteller anrufen, in der Marketingabteilung, in der Produktion,
sagen, ich hatte ein ganz neues Konzept für Gummibärchen unter Extrembedingungen. Oh, this was really my holiday because I'm addicted to this thing. So I'm really looking forward to the next race to do such a big and great experience as this. So I cannot do anything but thank the Iranian team and thank our team and thank all the runners, and we had great time. In the end, it was like since it wasn't a race with hundreds of participants. We had this family feeling, and it was really, really the nicest thing. And I think I made some real friends that will stay with me for a long time. Because after this, I hope we have many, many participating of women in the marathon or ultra marathon. Lhasa is truly a unique woman. You know, through this week, we've become I think friends for life. You can't go through an experience like this and you know, forget about a person. You develop a very strong bond. I'm really quite honored and blessed to have spent this week with her. Yeah. Crazy, crazy. They go home and they know that they are a finisher of their very hard and very tough race, you know. And that is what they want, because they go home and they can say, okay, I run in the 60 degrees, 250 kilometers, and they are now much more powerful. Unbelievable. Just, I've never seen a desert like it. Macht's gut. Ich bin im Kühlschrank. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.